Wir Frauen sind, ich möchte wirklich sagen, zu 90% ekelt es uns an, wenn wir sehen, wenn ein Mann sein Geschlecht in einen anderen reinsteckt, sogar wenn Männer sich küssen. Es ist für uns ekelerregend und das ist natürlich in uns gegeben, weil es gleichzeitig von Mann eine Ablehnung der Frau ist. Ich verstehe, dass sie nicht sehen möchte, wie ein Mann seinen Penis in einen anderen Mann steckt, aber das ist ja eine Situation, die sich in der Regel vermeiden lässt. Ich meine, wo treibt sie sich rum, dass sie sowas sehen muss. Das ist ja eher nicht üblich. Und was ist eklig daran, wenn Männer sich küssen? Also, aber das, ich meine, das ist doch irgendwo alles Liebe. Da guckt man noch drüber hinweg und sagt, ach, war das noch schön, diese Jugend. 559 Vorfälle mit Homo- und Transphob im Hintergrund 2019 alleine in Berlin. Vor allem waren es Beleidigungen, Körperverletzungen sowie Nötigungen und Bedrohungen. Wie tolerant ist Deutschland also heute? Wie steht es um das Thema Homo- und Transphobie? Guck mal da, ein heterosexuelles Paar. Boah, geil. Küsst euch doch mal. Kommt schon, einfach mal die Hetenzungen in den Hals schieben. Das macht mich so richtig geil. Ey, geht ihr jetzt heiraten? Nimmst du seinen Schwanz in den Mund, wenn ihr verheiratet seid? Wisst ihr was? Ich komm einfach mit. Ist doch okay, wenn ich zuschaue, oder? Ich denke schon. Sonst würdet ihr hier nicht so jedem eure Heterosexualität aufs Brot schmieren. Ja, ich glaube, dem einen oder anderen würde es mal helfen, sich in diese Situation zu versetzen, dass die eigene sexuelle Orientierung die Ausnahme wäre oder weniger häufig vorkommen würde und es daraufhin die Mehrheit der Gesellschaft zum Anlass nehmen würde, darüber pikiert zu gucken und je in Abstufungen mit offener Ablehnung zu reagieren. Und ich glaube, niemand küsst sich in der Öffentlichkeit, um zu provozieren. Leute, das waren die 70er. Da hat man das gemacht, um zu provozieren. Eine 2017 im Bundestag publizierte Untersuchung ergab, dass die Suizidrate von LSBTI-Jugendlichen 4 bis 6 Mal höher liegt als die der Vergleichsgruppe. Das ist ein Rückfall für mich in düsterste Zeiten unserer Vergangenheit. Ja, wundert mich gar nicht. Nee, das wundert mich auch nicht. Das ist für mich die krasseste Zahl eigentlich von allen, weil das nahezu komplett Menschen sind, die wir noch unter uns haben könnten. Die Schlussfolgerung kann ja nur sein, dass es einen selbst genauso hätte treffen können. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Es kann nicht sein, dass die sexuelle Orientierung für ein Kind oder für einen Jugendlichen zu einer Todesgefahr wird. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat irgendwann mal ein Kind und das zieht man groß und dann, man weiß noch nicht mal warum, vielleicht weiß man es nicht mal, aber und plötzlich bringt sich dieses Kind und man findet am Ende raus, dass es wegen was so Lächerlichem gewesen ist, wegen wie die sexuelle Orientierung. Ich meine, das ist ja nicht wegen der sexuellen Orientierung, das ist ja eigentlich auch Quatsch. Es ist wegen der Reaktion anderer auf diese sexuelle Orientierung. Wir rühmen uns immer als Land schon so weit zu sein und es kommt jetzt, glaube ich, auch eine Generation, in der das größtenteils so ist, zumindest hoffe ich das sehr und würde mich sehr darüber freuen. 2017 ist die Blutspenderichtlinie bereits verändert worden. Um einem so wörtlich erhöhten HIV-Übertragungsrisiko zu begegnen, dürfen Homo- und Transsexuelle seitdem Blut spenden, wenn sie versichern, 12 Monate keinen Sex gehabt zu haben. Die Union hält diese Regel nach wie vor für sinnvoll. Bei einem Anteil von etwa 3% an der Bevölkerung haben Homosexuelle an dem Anteil der HIV-Infizierten immer nach den Daten des RKI einen hochzweistelligen Anteil. Und deswegen ist dort natürlich ein prägnanter Unterschied vorhanden. Der Grundsatz unserer Verfassung ist doch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht die Würde einer Community oder einer einzelnen Zielgruppe ist unantastbar, sondern des Einzelnen. Ja, wo es gerade um Homosexualität geht, kommt vielleicht bei euch die Frage auf, ist das eigentlich vererbbar? Das hat sich auch Mai gefragt und das Ergebnis findet ihr in diesem Video. Dann kam ein Mensch auf mich zu, der mir sofort die Hand umgedreht hat, mir ins Gesicht geschlagen hat und gesagt hat, du schwule Sau. Er hat den Vorfall zur Anzeige gebracht. Laut der Bundesregierung wurden 2019 564 Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung gemeldet, darunter 147 Gewalttaten. Die Zahlen vorläufig. Dazu wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Ja, also die Zahlen sind absolut erschreckend. Und gerade, dass das wieder stark ansteigt, das sollte uns eigentlich allen zu denken geben. Ich
ich kann mir das auch ehrlich gesagt nur schwer erklären. Ich meine, vielleicht ist es auch ein bisschen die politische Verrohung. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Das trägt vielleicht auch nicht unbedingt zu einem gesellschaftlichen Klima bei, wo man sagt, jetzt lass uns doch bitte im 21. Jahrhundert ankommen und uns nicht an so einem Scheiß aufhalten. Wenn sowas nicht andauernd passieren würde, hätten wir gar keinen Grund mehr, es zu thematisieren. Also wer das Thema nicht mehr hören kann, da gibt es einen einfachen Weg. Sei kein homophobes Arschloch. Einigkeit, Recht, Freiheit sollte das neue Motto dieses Jahr lauten. Der Kölner CSD und die Nationalhymne. Plötzlich gab es Streit und eine Kampagne von rechts außen. Sie hatten die Idee. Der Vorstand des Kölner Lesben- und Schwulentages wollte die Worte der Nationalhymne nicht den Rechten überlassen. Wir wollten die Deutungshoheit, das ist immer so ein schweres, staatstragendes Wort, aber tatsächlich, wir wollten die Deutungshoheit ein Stück weit wieder zurückholen zu uns und diese drei Worte mit unseren Forderungen und Werten einfach besetzen. Das Motto schlug hohe Wellen. Es gab Protest von linken Gruppierungen, aber auch in der Community fühlten sich viele vor den Kopf gestoßen. Erik Flügge, Mitglied in der SPD, verschaffte diesen Menschen Gehör und schrieb zusammen mit Gleichgesinnten einen offenen Brief. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Land, in das seit Anbeginn diese Nationalhymne hat. Und in dieser ganzen Zeit, die es die Bundesrepublik Deutschland gibt, gibt es eine lange Phase, in der Menschen, die schwul oder lesbisch sind, erlebt haben, dass sie von der Polizei verfolgt wurden. Das war verboten, die sind mit dem Gesetz in die Quere gekommen. Ich verstehe vollkommen, dass jemand, der sagt, unter dieser Hymne bin ich schon mal verfolgt worden, dementsprechend will ich unter dieser Hymne nicht für meine Rechte demonstrieren, dass so jemand sagt, da kann ich nicht mitgehen. Auf der einen Seite ist es eine richtig coole Idee zu sagen, queere Menschen sind keine Randgruppe der Gesellschaft. Das ist genau das, worum es bei Deutschland geht. Einigkeit und Recht und Freiheit. Du hast die Freiheit zu sein, wer du bist. Du bist trotzdem noch Teil des großen Ganzen. Und wir halten zusammen, um an dieser Freiheit festzuhalten. Das ist ja genau das, worum es in diesem Text heute geht oder wie wir ihn heute ja eigentlich mehrheitlich betrachten. Und es ist eine coole Idee dann zu sagen, wir nehmen gerade diese Worte, die oft von Rechten missbraucht werden, und wir fordern das für uns ein. Wir fordern das ein, dass das für uns gilt. Die Frage ist doch, will man sich an dem festhalten, was in der Vergangenheit war, oder will man festlegen, was in der Zukunft gelten soll? Und da finde ich persönlich, wäre es eine coole Idee gewesen, es unter dem Motto zu machen. Man hätte da wirklich irgendwo den Rechten das Zepter aus der Hand nehmen können und hätte sagen können, das sind nicht eure Worte, das sind unsere Worte. Ja, krasses Thema, ganz viele krasse Geschichten auf jeden Fall. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass wir schon ein gutes Stück weit gekommen sind. Wir sind in einer glücklichen Position, dass Homophobie mittlerweile eine Sache der Minderheit ist. Und ich glaube, wir Toleranten sind in der Mehrheit. Und wir sollten jetzt noch viel, viel stärker dafür kämpfen, dass sowas einfach nicht mehr vorkommt, dass solche traurigen Geschichten einfach nicht mehr vorkommen in unserer Gesellschaft. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Habt ihr vielleicht selber schon mal homophobe Anfeindungen erlebt? Das würde mich besonders interessieren. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüss und bis nächste Woche.